Mindset! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park The Stick of Truth. Im letzten Part haben wir uns von den lieben Goth Kids eine Quest abgeholt. Die Quest heißt, soweit ich weiß, Nonconformist, und dazu müssen wir ein Fuck the Conformist Schild während der Elternratssitzung aufstellen. Und zwar diese hier. Oder auch nicht, das war dann die nächste Quest, der Timmy Express. Können wir gleich machen. Denn bald ist es soweit. Ich gehe erstmal hier. Und zwar gibt es jetzt bei diesem Gunladen die drei berühmtesten Sechsklässler, die man eigentlich, wenn es um Sechsklässler geht, eigentlich in jeder Folge sieht. Die müssen wir jetzt bekämpfen. Deswegen würde ich sagen. Auf geht's. Take your stupid hair and leave. Dazu reicht einmal schlagen und schon geht es los. Gut, als allererstes würde ich sagen, lassen wir die erstmal richtig bluten. Gut, und Butters wird denen jetzt hoffentlich mit Professor Chaos richtig eine reinwirken. Irgendwie erinnert mich Professor Chaos ein bisschen an Thor, ich weiß nicht. Gut, ist okay. Ach, und der gammelt da... Ja, natürlich... Ja, 17 Leben. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ey, das wäre echt ein Scheißkampf gewesen. Und wir haben Level 8 freigeschaltet! Woo! Gut, den noch kurz looten oder auch nicht. Wo war er denn? Es waren noch drei. Ach, da liegt er noch. Leute, habe ich voll übersehen. Okay, wir müssen jetzt erstmal eine Aufwertung machen. Und zwar nehme ich eigentlich... Was ist denn das hier? Was die sagen und summen vor der... Für die Schwachsinn. Ich empfehle eigentlich die drei hier. Neue Nachricht von Algor. Oh, könnte es sogar sein, dass wir jetzt die Quest machen können? Es ist die härteste Quest im Spiel, meine lieben Freunde. Wenn wir die schaffen, dann haben wir eigentlich das Schwierigste hinter uns. Können wir gleich das schon mal machen. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it gonna be a full menu Taco Bell, or is this gonna be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Können wir den looten? Ja, wir können den looten! Yes! Yes! 50 Cent und ein USB-Stick. Boah! Das hat's gebracht, Leute. Aber man kann sagen, was man will, aber... Ah, hier oben können wir jetzt auch noch hin. Geil. Würde ich sagen, gehen wir erstmal da oben hin und holen uns mit der Fähigkeit, die wir am Tag 1 Nacht bekommen haben. Hier ist nämlich eine dieser Sendestationen. Holen wir uns doch jetzt, was hier oben ist. Da kriegen wir die Knappenrüstung und einen richtig geilen Sticker, soweit ich weiß. Gott. Ich verwende die eigentlich nie. Ich spiele die Waffen eigentlich immer so, wie sie sind. Oh Gott. Sorry, falls ihr das gehört habt, sorry. Oh, ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, wir können jeden Moment die Quest machen. Also geil wäre es auf jeden Fall. Dann habe ich nämlich die Überschrift für diesen Part gefunden. Wie sagt man so schön? Von diesem Kampf werden noch Millionen reden. Gut, der verkauft jetzt die Goff-Sachen. Minus 20 Charisma, es ist einfach nur geil. Kann ich jedem empfehlen.
Und es kommt leider gerade nichts. Na gut. Sobald die Quest kommt, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Wie gesagt, es ist dann meiner Meinung nach härteste Kampf, härter als der eigentliche Endbosskampf. Aber wenn El Gor schon so anfängt, dann müsste es gleich losgehen eigentlich. Gut, wir brauchen jetzt noch einmal Tweak Bros. Dunkle Rüstung. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a... Wir brauchen Tweak Bros. Dunkle Rüstung für einen Dollar. So, ihr seht, jetzt sind jetzt vier Elfen. Das ist kein Zufall. Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight. But I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Ich habe hier schon einmal auf Kämpfen gedrückt. Ist ein leichter Kampf, leicht XP, aber bringt halt nicht so sehr viel. Und im Endeffekt wird euch dieser Dude einfach nur einen mit dem Hammer auf den Kopf schlagen. Oder irgendwas auf den Kopf hauen. Und euch fest und dann halt wegschleifen. In dem Sinne würde ich sagen, sparen wir uns lieber die Zeit und ich mir den Atem für das Let's Play. Und wir gehen direkt mit. Wisely, new kid. Come with us. The new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter Raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Tja, Leute, moralische Zwickmühle. Lol. Der hatte gerade Tränen in den Augen. The bard is also at your disposal now. Gut. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Gut, wir haben jetzt eine neue Quest und können uns zwei weitere sogar noch holen. Erstmal holen wir uns Timmy als Freund. Holen uns auch den gesamten Loot, den es hier gibt. Es sind wirklich einige gute Dinge hier, die man wirklich holen kann. Hier noch. Da war aber nichts Wichtiges drin, soweit ich weiß. Hier eigentlich auch nicht. Ihn kann man noch holen. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Eine weitere Quest. Und wir holen uns gleich noch eine weitere Quest. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Und die dritte Quest, die hasse ich persönlich am meisten wegen dem Prolog, aber ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Direkt eine neue Sache. Ich gucke mal ganz kurz, was, oder ich werde mal kurz schauen, was wir kaufen werden. Hiervon noch nichts. Ich spare das Geld für etwas anderes. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Und wir können jetzt Folgendes machen. So, jetzt mehrere Quests. Ich würde sagen, da wir uns jetzt momentan bei Kai befinden... Okay, ich muss doch noch eine Sache kurz nachgucken, und zwar... Scheiße, wo kann ich das jetzt sehen? Ah, gut, 4 von 5. Dann habe ich das doch geholt. Denn normalerweise vergesse ich die Unter... Jetzt! Wir haben die Quest! Entfreunde El Gor. Das Schwierigste, und zwar wirklich das Schwierigste im gesamten Game. Ich werde das jetzt auch sofort machen, weil zum einen dann das Gespamme auf. Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible! You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Gut. Ahoy, Maplebeard. Ich würde sagen, dann zerstören wir erstmal hier auf dem Weg zu ihm ein paar Banner. Da muss ich echt nochmal gucken. Ist das meine beste Waffe, die ich momentan habe? Fuck. Fuck, der wird mich wegfisten. Oh, fuck, wird der mich wegfisten. 3 Rüstungen und schwächt feindliche Angriffe.
Doch, das auf jeden Fall. Plus 5. Oh, das ist echt eine harte Sache. Aber die feindlichen Angriffe schwächen ist echt eine scheiße wichtige Sache. Das werden wir da echt brauchen. Maximale TP, wenn du geheilt wirst. Ich könnte das mal nehmen, ja. Aber erstmal noch bei Mr. Sklave das Menschenbanner zerstören. Zerstören hier und nicht daneben schlagen, sonst geht's dir noch gut. Ja, Al Gore, wir wissen, dass ich dich entfreuen muss, Mann. Wisst ihr, das ist so ein Al Gore hat einfach keine Freunde. Und nein, ich weiß natürlich, dass South Park sich nur drüber lustig macht. South Park ist eine wirklich geniale Serie, da ich das auch erlaube. Und macht euch bereit, Leute. Das wird wahrscheinlich das einzige Mal im gesamten Spiel sein, wo ich sterben werde. Vielleicht noch zwei andere Stellen, ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Wünscht mir Glück. Ich habe übrigens, das muss ich auch wirklich sagen, normalerweise, ich spiele das Spiel immer auf Schwierigkeit Grad Standard. Ich habe schon mal auf schwer gespielt, man verbraucht echt viel mehr. Und ich glaube, auf schwer ist das hier auch nicht möglich. Nun gut, Leute. Auf geht's. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Let us fight to the death. Und jetzt müssen wir gegen Al Gore kämpfen. Nein! Ich hab Jimmy! Wieso hab ich Jimmy? Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Surely you jest. Es ist sehr schwer zu blocken, man muss genau unten auf die Kreise achten. Surely you jest. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. So. Ich werde jetzt tatsächlich einen Tempotrank nehmen. So, ich habe jetzt erhöhten Angriff. Ich werde ihn jetzt zweimal meucheln, damit er so viel Blut wie möglich hat. Oh, fuck, der ist so gut. Scheiße, scheiße, scheiße. So, und mit Timmy... Power Akkord, was ist das? Ah, not bad. Lied des Buffs. Schlaf. Das können wir vergessen, Leute. Tausch. Ich werde wahrscheinlich erstmal... Ich glaube, ich werde Stan nehmen. Don't forget to tip your serving wench. Come on, let's do this. Gortastic. Jetzt holt er nämlich seinen Secret Service ran. Gut. Jetzt gehen die Probleme los. Ach ja, Stan ist ja jetzt dran. Was werden wir denn machen? Todesmarkierung auf jeden... auf einen der beiden hier. Damit die Verteidigung sinkt. Und Stan wird jetzt... Ich denke, den Diskus der Macht machen. Oh, fuck. Die haben ja diese... Oh, die haben diese Verteidigung. Gut. Wir meucheln jetzt einen der Typen hier. Ich hätte noch... Oh, ich hätte... Er geht direkt auf Konter, das macht er immer. Nein, das war zu früh. Sarcasm. Ja. Was? Du Wichser! Du Wichser! Oh fuck, der... oh fuck, der heilt sich! Wieso heilt er sich? Es bringt nichts. Wir müssen so agieren. Attack. Gut. Ihr seht, ich mache 15 Damage. 15 fucking Damage. Al Gore blutet nicht mehr. Doch, viermal noch, aber ich hau dem Messer noch ein fünftes Mal rein. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Keine Chance. Das ist eine Spezialattacke. Gut, Butterscott. Er muss auf jeden Fall wiedergeholt werden.
Gut, und wir werden jetzt am besten, ich glaube, ihn hier angreifen. Oh fuck. Shit, da! Oh fuck, oh fuck, da. Gut, also er wird jetzt erstmal ihm einen fetten Gesund. Also er wird jetzt mir. Nee, ich werde mir. Ja. Genau. Genau das wollte ich sagen. Das und nichts anderes, ja? So, wir attackieren ihn. Dann greift er nämlich die noch an. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich muss es machen. Ich brauche jetzt einen Machttrank groß. Und dann würde ich sagen, drücken wir ihm hier mal nochmal Meucheln rein. I'm hit. Zu früh. Excelsior. Ah. Yes. Wait, I can't die. I was almost barely president. Gut. Er hat jetzt keine Sache, mit der wir irgendwie agieren können. Hello? Bringt nichts, wir werden wechseln. Wir werden zu Kenny wechseln. Weil Kenny hat gute Angriffe. Gute Spezialangriffe. Gut, wir werden jetzt auch nochmal direkt auf ihn hier einmeucheln. Damit auch er wieder blutet. Taking fire. Oh. Shit da. Oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Gut. Ich hatte das schon so oft verkackt. Bitte lass es mich jetzt hinkriegen. Okay. Nein! Nein, nein, nein! Ich hab doch W gedrückt! Ich hab doch W gedrückt! Gut, Leute. So it's a standoff. Wunderschön, wenn man gerade im Let's Play gestört wird und erfährt, dass man einen Friseurtermin hat. Ich kann nicht wechseln. Ich will doch nur wechseln. Scheiße. Meuchel den! Letzte Runde. Er ist tot. Gut, Kenny ist weg, aber lässt sich nichts dran ändern. Gut, also Leute. Das war der Kampf gegen Al Gore. Und ich muss jetzt sofort zum Friseur, wurde mir gerade gesagt. Wir sehen uns sofort wieder. Für euch gibt es einen kleinen Cut. Für mich gibt es jetzt einen Friseurtermin. Also bis gleich. Moinsens und herzlich willkommen zurück bei South Park, The Stick of Truth. Ich war jetzt beim Friseur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dieser Frisur mir morgen in der Schule einiges anhören darf. Aber wie heißt es doch so schön? I don't care. Gut, wir holen uns jetzt mal ganz kurz eine neuen Partner an. Wir brauchen jetzt Dan für seine Quest. Und ich sage euch eins, Leute. Ich persönlich finde die Frisur eigentlich gut gelungen. Das war nicht, dass ich es mir vorgestellt habe. Aber entweder werde ich morgen als Türke rund niedergemacht werden. Oder als Halbnazi. Ihr müsst euch halt vorstellen, ich habe halt eine Länge an den Seiten. Also ich habe Undercut. Seitenlänge 4, nee, kann ich nicht 4, 5 mm. Und oben glaube ich schon ein bisschen länger. Aber ist halt alles relativ kurz geraten. Wenn ich das so sagen kann. So, hier ist die letzte Unterhose übrigens. Und wir können auch noch mal ganz kurz in den Schrank reinschauen. Ach ja. Erinnerung, so viele Erinnerungen. Erinnerung, Erinnerung. Ich habe so viele Folgen dazu gesehen, ey. Man erkennt einfach so vieles, wenn man das wieder sieht. Gut. Ein weiterer Boss steht an. Gegen die liebe Shelly Marsh. Aber erst werden wir hier noch ein bisschen looten. Oh, Mr. Hankys Bauset. Geil. Bild deine eigene Stadt aus Scheiße. Auf geht's, Leute. Ja. Auf geht's meinte ich jetzt eigentlich anders. Ich habe nämlich soeben festgestellt, dass wir im falschen Haus sind. Sehr gut. Gut. Wir werden jetzt, hoffe ich mal, ins richtige Haus gehen.
Aber dann waren wir jetzt immerhin schon bei Kyle und müssen dort nicht mehr hin. Können wir hier nochmal rein und uns hier die fette Truhe holen. Und dann geht es jetzt zur Shady Marsh. Auf geht's. Ich freue mich mega auf den Boss. Ich mag sie. Ich mag den Boss. Der ist eigentlich schon relativ cool. Nicht schwer, aber cool. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Gut denn. Auf geht's. Down on that side is where my parents sleep, and across from that. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Ah! Your days are numbered, She-Ogre. Gut denn. Sie hat, ganz kurz mal gucken. Immun gegen Betäubung. Na gut. Hello. Macht Sinn. Gut, als allererstes würde ich sagen, Blutschaden ist auch wichtig und deswegen würde ich sagen, wir haben es nicht, benutzen sie sonst nie. Her damit. Angriff erhöht. Wir werden jetzt zweimal angreifen. Einmal mit der zerbrochenen Flasche. Und dann werde ich direkt nochmal hinterherziehen mit dem Meucheln. Sollen wir seine Todesmarkierung machen? Attack! Und? Hm, das nicht. Machen wir einfach nur Stans Schwert. Gut, 5517. Oh oh. Nein! Ey, ich. Ja. Das habe ich gemacht. Aber dadurch machen wir jetzt wirklich guten Damage. Deswegen würde ich sagen, direkt nochmal Verteidigung runter. Go, boy! Und wir ziehen direkt nochmal das Schwert hinterher. Oh, no, you don't. Ah, nee, es geht noch. Noch braucht keiner einen Heiltrank. Dann mache ich noch einmal Meucheln. Und Stan wird noch einmal mit seinem Schwert angreifen. Dann ist es nächste Runde vorbei. Sie kriegt jetzt nämlich nochmal massiven Blutschaden. Oh oh. Nein, der wird doch verwirrt. Verteidige doch! Ja, natürlich! Ach. Alter, ey. Das ist der ihre beschissene Spezialattacke, ey. Keine Chance. Wir hauen ja mal eine mit dem Furzangriff rein und... Weil jetzt dürfen wir sie haben. Nochmal Verteidigung runter und dann wird er noch ein letztes Mal seinen Schwertangriff machen. Und dann dürfen wir sie eigentlich haben. Gut, ganz knapp nicht. Aber ich hab sie jetzt. Ich mach das jetzt ganz, ganz safe hier. Tot. Somit haben wir sie getötet. Take mein iPhone again. And I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Nun denn. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Und wir sind Level 9. Woo! Hm. Ja, ich werde exekutieren auf Level. So, aber was ihr nicht vergessen dürft, nachdem ihr sie besiegt habt und nochmal zu ihr reingeht, gibt es hier zum einen Loot zu holen, was an sich eigentlich eine schöne Sache ist, und was ihr auch wirklich gar keinen Fall vergessen habt, sprecht sie an. Ihr kriegt eine Freundin. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu sehr, aber ich habe keinen Hunger. Eigentlich wäre das Abendbrot gehabt, und jetzt habe ich gerade langsam Hunger bekommen. Deswegen esse ich gerade ein bisschen nebenbei. Ich hoffe, man hört das nicht so überdeutlich. Ich esse übrigens gerade ein richtig leckeres, leicht angetoastetes. Welcome to the neighborhood. Ah, okay. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Ich will die ganze Zeit was sagen und irgendwie krieg's nicht hin. Also, nochmal.
Ich habe gerade ein richtig gutes, leicht angetoastetes Brötchen, was wirklich nicht heiß ist, aber angenehm warm und knusprig. Und dazu eine richtig schöne, kalte Wiener aus dem Kühlschrank. Kann ich echt jedem empfehlen. Ist eigentlich ein simples Mahl, aber hammer, hammer, nice. Gut, wir suchen jetzt mal ganz kurz die Schnellreise, wenn ich die hier mal finden würde. Kann ich gleich sowieso nochmal was nachgucken bei der Quest. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Starks Teich, Kirche, Kevin Stoley. Gut, dann machen wir das mal ganz kurz. Kevin Stoleys Viertel ist ja hier. Dann ist einmal hier das. Und dann gehen wir noch ganz kurz zur Kirche. Zerstören dort wiederum das Viertel. Die Flagge. Ach, das ist auch Schweinebärmann. Also halt, El Gore verkleidet als Schweinebärmann. Also, ja. Dieser Gegenstand ist total ernst. Diese Waffe hilft, die Klimaerwärmung zu verhindern. Was kann ich denn da reinhauen? 25 Feuer... Oh, 50 Feuerschaden. Ja, meh. Auf geht's. Spielen wir doch gleich mit dem. So, El Gore. Also als Schweinebärmann. Komm ran. Don't be starting shit with us. Auch wieder hier würde ich sagen, gönnen wir uns zuerst einen Tempotrank. Und werden ihn jetzt einmal mit den zerbrochenen Flaschen auf Pluton 4 bringen. Oh, die Verteidigung! Ah, ach du Scheiße! Alter, ey! Ja, man, fick mir hart von hintern. Gut, die Spezialtanke von dem habe ich auch noch nicht. Schöne Scheiße. Can I just take my turn? Na komm, Verteidigung runter und dann werde ich ihn einmal so angreifen. Und wenn die Verteidigung nicht hoch genug ist, werde ich auf jeden Fall wechseln. Ich weiß es schon zu wem. Also Stan, war schön mit dir. Ich werde dann jetzt mal kurz zu jemandem wechseln, der tatsächlich Schaden macht. Der hat einfach noch nicht diese eine Attacke, mit der es sich halt lohnen würde. Ja, wir nehmen Butters. Ja. Soweit ich weiß, bist du nicht... Au. So, jetzt kann man mit den 14 übrigens auch angreifen. Wir werden jetzt auf jeden Fall die erste gucken, wie viel Damage Butters macht. Oh, ein Schau... Boah, das übertreibst nicht. Ey, das ist ja krass, Dude. Gut, vielleicht sollte ich eventuell erwägen, mal nachzuschauen, welche Schwächen der hat. Immun gegen Betäuben, Schlafen und angepisst. Einfach so. Wow. Tja. Mal gucken, ob wir mit Butters jetzt irgendwas reißen können. Ich hoffe es einfach mal. Oh, bitte, lass das Schaden machen. Ah, fuck you. Mann. Muss ich nochmal meucheln. Dann ist er jetzt aber weg. Bei dem ist das so eine Sache. Bitte, was? Okay. Auch ihn looten, denn hier bekommt ihr schöne Sachen, die Schweinebärmann-Klaue. Die wir jetzt auch nicht sofort nehmen werden, weil die ein zu hohes Level für uns hat. Und dann zerstören wir einmal hier das Banner. Gehen hier einmal runter zu der Schule. We should hang out. Wett? Hä? Hä? Okay. Kehre zu, eine Kacke, Brüche und Brüche.